Herzlichen guten Morgen, Damen und Herren und Prinzen und Prinzessinnen. Und ich habe auch eine Drache gesehen. Es gibt sehr viele verschiedene Persönlichkeiten und alle sind daran interessiert, wie man ein bester Führer sein kann. Also, ich heiße Mateusz Grzeszak. Mateusz ist einfach für Sie, Grzeszak ist ein bisschen problematisch. Mit Mateusz kann man viel machen. Mateusz wäre Matthias auf Deutsch. Aber mit Grzeszak kann man nichts machen. Also Matthias wäre einfacher für Sie. Ich war in Polen geboren, dann lebte ich und verbrachte viele Jahre in verschiedenen Ländern. Ich habe auch Spanisch gelehrt. Ich habe auch Portugiesisch in Brasilien gearbeitet. Ich war in Italien, wo ich mein italienisches Abenteuer entwickelt habe. Also zusammen, das ist die siebte Sprache, in welcher ich präsentiere. Das ist das zweite Mal, wenn ich in Deutschland auf der Bühne auf Deutsch spreche. Das erste Mal war in Köln. Also, und sie waren sehr romantisch. Sie haben mir Blumen gegeben und mich sehr betrachtet. Also ich hoffe, dass heutzutage das zweite Mal ist besser, viel besser als das erste Mal. Obwohl wir sagen, dass immer das erste Mal das Wichtigste ist. Aber nicht beste, ohne Bedenken. Also ich fühle mich sicherer heute und ich begrüße Sie. Heute werden wir über 10 wichtigste Eigenschaften einer guten Führungskraft sprechen. Spielt keine Rolle, ob Sie Führungskraft in Ihrem persönlichen Leben benutzen werden. Spielt keine Rolle, ob Sie das in der Arbeit benutzen möchten. Führungskraft, Leadership, sogenannte auf Englisch, brauchen wir in jedem Bereich. Wenn Sie beispielsweise gute Eltern sein möchten oder wenn Sie beispielsweise ein guter Manager sein möchten, dann brauchen Sie Führungskraft. Wenn Sie beispielsweise ein bisschen Gewicht verlieren möchten oder sich motivieren möchten, mehr zu lesen beispielsweise oder andere Sprachen beherrschen, brauchen Sie Führungskraft, da Sie sind auch Leader für sich selbst. Bevor wir mit dem Vortrag beginnen, einige Sachen über mich. Also wie ich gesagt habe, ich heiße Mateusz Grzeszak, ich habe Psychologie, Jura studiert und ich mache meine Doktorarbeit im Management. Ich bin ein internationaler Trainer und Konsultant, arbeite in verschiedenen Staaten, wo ich mit Firmen und individuellen Personen arbeite, ihre Ziele zu erreichen, helfe. Vortrage in 7 Sprachen, in Polen, Brasilien, Mexiko, England, Deutschland und verschiedenen anderen Staaten. Ich habe 11 Bücher geschrieben und ich hoffe, dass im nächsten Jahr werde ich auch diese Bücher auf Deutsch präsentieren. Und ich bin seit 13 Jahren Betreuer am Markt in Finanzen, Versicherungen, Motorisierung. Und alle diese Erfahrungen werde ich zusammensammeln und meine persönlichen originalen Modelle konstruieren. Diese Modelle sind mit interdisziplinärer Psychologie verbunden. Was bedeutet interdisziplinäre Psychologie? Also stellen Sie sich vor, dass Sie ein erfolgreiches Leben haben möchten. Was bedeutet eigentlich Erfolg im Leben zu haben? Bedeutet das, viel Geld zu haben oder eine große Familie zu gründen? Bedeutet das, gesund zu haben oder bedeutet das, eine gute Karriere zu entwickeln? Alles hängt davon ab, in welcher Kultur wir sind, ob Familie oder materialischer Erfolg wichtig sind. Wenn es um diese Wissenschaft geht, dann teilen wir Erfolg, der man im Leben erreichen kann, auf 8 verschiedenen Teilen. Wenn Sie erfolgreich also in Ihrem Leben sein möchten, brauchen Sie diese 8 Disziplinen zu beherrschen. Wenn Sie sie kennenlernen, wenn Sie Techniken in diesen Bereichen benutzen, dann können Sie auf effektive Weise in Ihrem persönlichen oder professionellen Leben funktionieren. Beginnen wir mit Marketing. Was ist eigentlich Marketing? Marketing ist eine Fähigkeit, die Geschichte zu erzählen. Beispielsweise stellen Sie sich vor, in 2008, ich arbeitete in Mexiko, in Mexico City, mehr als 20 Millionen Einwohner. Also eine Person kennenzulernen auf andere Weise ist super einfach, aber auf andere super komplizierte, so viele Layer heute gibt. Stellen Sie sich vor, ich bin auf der Straße mit meinen Studenten, nach dem Vortrag, in der Nacht, wir werden zusammen essen. Und einer von Ihnen, er heißt Edgar, er sagt, also Matthäus, kannst du mir bitte helfen,
ein Mädchen kennenzulernen. Und ich sagte, aber wie soll ich dir helfen? Und er sagt, kannst du eine Demonstration machen? Und ich dachte, okay, das ist Psychologie in Praxis. Mit wem soll ich sprechen? Und er sagt, mit ihr bitte. Und da gab es eine Frau, super attraktive, super hübsche Frau. Und ich dachte, ich kann das nicht schaffen. Ich begann mit einer internationalen Bewegung, also wissen Sie. Also ich bin näher gekommen, wir sprachen ein bisschen und es gab keine Probleme und ich war sehr romantisch. Und 8 Jahre später, heutzutage, ist meine Frau. Wir sind verheiratet. Das bedeutet, meine Freunde, dass wir wissen nicht, was in 5 Minuten passieren kann. Das bedeutet, dass es auch Zufälle oder verschiedene Sachen gibt, die wir nicht kontrollieren können. Aber ohne Bedenken, sich zu heiraten, man muss eine gute Geschichte erzählen. Wenn ich Ihnen sage, ich werde mit Ihnen sehr glücklich für den Rest des Lebens sein, das ist eine Geschichte. Diese Geschichte kommt darauf an, in welcher Kultur wir sind, wird sich gut oder schlecht beenden. Wenn es um Deutschland geht, Prozent der Scheidung ist 40%, in Polen 30%, in Belgien 70%. Aber die Geschichte brauchen wir. Ohne diese Geschichte können wir Familie nicht gründen. Wir brauchen die Geschichte, wenn wir über die Produkte erzählen und wir sagen, das kann dein Leben verändern. Wenn wir schon wissen, wie man Geschichte erzählen kann, dann brauchen wir verkaufen. Verkaufen bedeutet, dass ich eine Person überzeugen kann. Beispielsweise, ihr sitzt kalt geworden. Wenn Sie Kinder haben, Sie müssen diese Kinder überzeugen. Beispielsweise Winterklamotten zu ziehen. Aber Sie müssen das nicht machen. Denken die Kinder und sie denken, okay, es ist kalt geworden, aber ich bin damit zufrieden, ich bin mit meinem T-Shirt zufrieden. Also stellen Sie sich vor, wenn Sie als Eltern wissen, wie Sie diese Kinder überzeugen möchten, dann werden Sie Zeit sparen und es wird keine Diskussionen und Streiten geben. Aber wenn Sie das nicht wissen, wie man das machen kann, dann möglicherweise wird es Streiten geben. Worum geht es hier? Überzeugung. Verkaufen. Verkaufen bedeutet, dass ich Wert zeigen kann und andere Person wird das kaufen. Selbstverwirklichung bedeutet, dass ich mich selbst kreieren kann. Was bedeutet eigentlich du zu sein oder ich zu sein? Ich bin in verschiedenen Kulturen beigebracht. In verschiedenen Kulturen sagen sie immer, wie sie sein sollen. Was bedeutet dich zu sein, ohne deutsch zu sein? Was bedeutet dir zu sein, ohne eine Frau oder ein Mann zu sein? Das sind alle verschiedene soziale Geschichten, die wir haben. Und wir in Psychologie wissen, dass mehr als 70% von uns ist was anderes sagen. Also wir sind eigentlich in Kulturen geboren. Aber heutzutage ist es nicht genug, nur ein Deutsch zu sein. Besonders hier, Sie leben in einer internationalen Umgebung. Wir können verschiedene Eigenschaften von verschiedenen Kulturen nehmen und uns auf diese Weise als Angehörige der Welt konstruieren. Beispielsweise, wenn wir nach Brasilien fahren, Sie haben keine Distanz, Sie sind super entspannt. Also wenn es Musik gibt, dann immer werden Sie diese Teil des Körpers bewegen. Stellen Sie sich vor, irgendwas passiert hier in Deutschland. Also das wird hier nicht passieren. Warum? Da die Kultur anders ist. Nicht schlechter, nicht besser, einfach anders. Wenn Sie beispielsweise die Kontakte mit anderen lernen möchten, dann fahren Sie nach Mexiko. Sie sind super positiv, Sie sind super nett. Meine mexikanische Frau, wenn sie mit Ihnen sprechen wird, sie wird nie sagen, du bist fett geworden. Sie wird sagen, wow, deine Familie kümmert sich um dich. Also die Mexikaner sind ganz anders, sie sind nicht direkt. Sie in dieser Kultur können direkt sein. Wenn sie irgendwas nicht mögen, dann sagen sie, das ist gut und schlecht in demselben Moment. Es geht nicht darum, was ist besser oder schlechter. Es geht um Verständnis, dass wir von verschiedenen Kulturen so viel lernen können, dass nur Deutsch zu sein, Schwabisch zu sein, Bayernisch zu sein, ist einfach nicht genug. Die kollektive Intelligenz ist viel größer, als nur eine Kultur zu verstehen. Und deswegen, Selbstverwirklichung hilft uns, sich selbst zu konstruieren. Später haben wir Beziehungen. Müssen Sie wissen, wie Sie Ihre Kinder beibringen sollen. Oder müssen Sie wissen, wie eine Ehe funktioniert. Alle diese Sachen, und das ist auch ein Paradox, haben wir nicht in den Schulen. Wir können in der Schule Mathematik beherrschen. Sie können alles über Hauptstadt von Burkina Faso oder Madagaskar wissen. Aber
wenn es... Sie mögen mein Seminar, also das ist unglaublich. Aber wenn es um andere Eigenschaften geht, dann wenn wir beispielsweise Ehe machen möchten, dann brauchen wir wissen, wie man Beziehungen konstruiert. Das ist keine Mathematik, das ist keine Logik, das sind andere Instrumente und dieser Bereich heißt Relationship Intelligence, also Intelligenz der Beziehungen. Gibt es nicht in der Schule, aber ist eine von wichtigsten Sachen, die im Leben funktioniert. Beispielsweise, was bedeutet Eltern zu sein, Mutter zu sein, Vater zu sein? Das sind doch wichtigsten Professionen, Stellen, die im Leben funktionieren, aber diese können wir nicht in der Schule lernen. Wie funktioniert das denn? Ich kann alles über Geschichte der Ökonomie wissen, aber ich kann nicht wissen in den Schulen, wie man eigentlich das Geld macht. Das bedeutet, dass es gibt auch praktische Lösungen, die wir im Leben brauchen. Management. Management bedeutet, dass ich die Prozesse, wie die Gruppe funktioniert, verstehe und Führung, Leadership, darüber sprechen wir heute, bedeutet, dass ich weiß, wie ich ein Muster für andere sein kann, sodass sie mich folgen. Es gibt noch Werte in dieser Wissenschaft. Werte bedeuten, dass sie authentisch sind, dass sie wissen, was Ethik ist, dass sie wissen, was bedeutet, gut zu sein, ohne äußere Mentalität oder Moralität. Sie konstruieren die Kodexe der Beziehung für die Gruppe und sie wissen, was bedeutet einfach glücklich oder spirituell zu sein. Und noch gibt es Kultur dazu. Warum? Wenn die Frauen in einem Geschäft sind, sie verbrauchen mehr Zeit, Geschäfte machen, als die Männer. Also durchschnittlich, wenn eine Frau in einem Geschäft ist, sie verbraucht 26 Minuten. Aber mit einem Mann, was denken Sie? Sie sprechen von sich selbst. Mit mehr 6 Minuten. Also es gibt ein großes Unterschied. Warum? Da die Männer kaufen auf funktionelle Weise. Sie kommen rein, sie sehen die Socken, Gehirn sagt Socken, kaufen, rausgehen. Aber die Frauen kaufen auf andere Weise. Sie sehen die Socken und dann noch ein Hemd und dann sehen sie eine Bluse. Und dann gehen sie nie raus. Und die Männer frustrieren sich so, dass sie hätten gerne eine Karte, Kreditkarte, sagen, das ist für dich, ich bin raus. Oder sie nutzen iPhone oder Smartphone und sie sind so total frustriert, dass sie betrachten, Geschäfte zu machen, nicht wie ein emotionaler Prozess, sondern ein Ziel. Also, was bedeutet das? Dass weibliche Kultur ist anders als männliche Kultur. Dass die Deutschen kaufen auf andere Weise als beispielsweise die Polen. Dass die brasilianischen Leute, die ganz anders sind, wenn sie da Geschäfte machen möchten, müssen sie sich einfach entspannen und auf andere, weniger logische Weise sprechen. Also für die Brasilianer geht es nicht darum, ob sie super logisch sind. Es geht um Kontakt, wenn sie nett sind, wenn sie Samba mit ihnen tanzen, wenn sie sich gut auf emotionale Weise kommunizieren, sie werden mit ihnen Geschäfte machen. Und das ist ein großer Markt, 200 Millionen Personen. Wissen Sie, was für ein durchschnittliches Alter haben Sie in Brasilien? 27. Und in Deutschland? Nicht 27. Ein bisschen mehr. Das bedeutet, das Markt funktioniert auf andere Weise. Das bedeutet, dass es mehr Jugendlichen da gibt. Diese Jugendlichen sind andere Generation. Alle diese Fähigkeiten konstruieren interdisziplinäre Psychologie. Das ist Psychologie, die wir im Leben brauchen. Gut, also das mache ich, das wäre alles über mich. Und jetzt beginnen wir mit 10 Eigenschaften. Eigenschaft Nummer 1, internationales Management. Hier in Deutschland haben Sie 80 Millionen Menschen, aber diese 80 Millionen Menschen, nicht alle sind Deutsche. Es gibt mehr als 2 Millionen Türken, es gibt viele Immigranten, es gibt viele Leute, die aus Polen, aus Russland kommen, es gibt viele Amerikaner. Das alles bedeutet, dass Sie nicht nur in deutsches Deutschland leben, Sie leben auch in einer internationalen Umgebung. Wenn Sie davon wissen, gute Führungskraft zu haben, bedeutet, dass ich verstehe, wie verschiedene Gruppen von meinen Mitarbeitern funktionieren und deswegen brauche ich diese Eigenschaft, internationales Management.
gucken wir ein bisschen, wie verschiedene Kulturen von Mitarbeitern funktionieren und was wir von ihnen lernen könnten. Wenn wir unseren Nachbarn besuchen, wir sind jetzt in Holland, in Amsterdam, wie sind die Holländer, wenn es um Management geht, wie arbeiten sie eigentlich? Für sie Verdienste sind wichtig, also Alter spielt keine Rolle. Es ist nicht so wichtig, ob sie jung oder alt sind. Was wichtig ist, was sie verdient haben. Kompetenz ist super wichtig, sie sind erfolgsorientiert, weniger, wenn es um Beziehungen geht, super energisch und entschlossen und Einigung ist unabdingbar. Das, so sind die Holländer. Also das ist ganz klar, dass wir jetzt eine Klischee, wenn es um Holländer geht, haben, aber diese Klischee ist statistisch wahr. Das bedeutet, dass es gibt auch Leute, die aus Holland kommen, die nicht so sind, aber wenn es um Verstehen, wie die Holländer funktionieren geht, das reicht und das müssen wir wissen. Wir fahren jetzt nach Vereinigten Staaten. Wir haben jetzt ein anderes Akzent, sprechen auf andere Weise, wenn es um Amerikaner geht. Und die sind durchsetzungsfähig und können aggressiv sein. Sie werden also beispielsweise Gespräche dominieren. Sie selbst zu sein und individuell zu sein, ist wichtiger als in der Kollektiv zu arbeiten. Das ist super interessant. Wenn ich beispielsweise verschiedene Märkte vergleiche, wir sind in Deutschland, es gibt so viele Verbände hier, es gibt so viele Vereine, es gibt so viele verschiedene Gruppen, die sich selbst organisieren, aber wenn Sie beispielsweise nach Polen fahren, gibt es Vereine nicht. Die organisieren sich auf kollektive Weise nicht. Alle sind individuelle, persönliche Marken. Alle gründen ihre eigenen Firmen. Es ist anders als in Deutschland. Also wenn ich jetzt in Deutschland bin und möchte mit Ihnen kooperieren, dann muss ich verstehen, wie dieser Markt funktioniert. Sie sind super zielorientiert, das wissen wir, wenn es um Amerikaner geht. Sehr optimistisch, also wenn Sie pessimistisch sind, oder Sie können rationell sein, aber für die Amerikaner bedeutet das, dass sie pessimistisch sind und wenn sie pessimistisch sind, das geht nicht. Wir können alles schaffen. Also say yes, say yes, say yes. Das ist dieser Stil. Und das ist super interessant, dass wenn die Amerikaner sich motivieren, sie springen auf der Bühne und ich weiß nicht, aber da ich stelle mich nicht vor, wie das hier auf diesem Markt funktionierte, aber wie wäre es in Polen beispielsweise. Also Hannes und Karen, dann schafft das! Ja, ja! Das ist ein bisschen anders, okay? Nicht alle müssen McDonald's essen. Sie sind veränderungsbereit, arbeiten gerne in einer kleinen Gruppe, eigene Interesse und Karriere gehen vor, wie ich gesagt habe, also individuelle Kultur. Vergleichend mit Japanern, ganz anders. Jetzt sind wir wo? In Großbritannien. In Großbritannien sprechen wir von Revise. Auch wir sind super assertiv, wir sind super stolz, Englisch zu sein. Wer müsste nicht aus England sein? Das verstehe ich ja nicht. Also, Sie sind super diplomatisch. Wenn Sie fett geworden sind, dann sagen wir, Sie sind super motiviert, viel zu essen. Wir sagen nicht, was wir denken, das sollen wir nicht machen. Das ist nicht gut im Hospital, sie sind hilfsbereit, kompromissfreudig, gerecht, aber können rücksichtslos bei Bedarf sein, ganz klar, mit Klasse. Können sie auch die Köpfe kleine machen. Und sehr traditionsbewusst, diese Tradition und Geschichte von Lorden, von gesellschaftlichen Schichten ist sehr stark da. Jetzt fahren wir nach Deutschland, sind wir hier, also was sagen die Forschungen, internationale Forschungen, wenn es um deutsche Mitarbeiter geht, werden wir gucken, ob sie stimmen oder nicht. Entwickeln ideale Systeme. Ja, sagen, das ist ein Kompliment für Sie, also sagen, ja, das stimmt. Wenn es gute Eigenschaften gibt, dann stimmen wir immer zu. Wie funktioniert das? Das ist eine internationale Eigenschaft, unglaublich. Also sie entwickeln ideale Systeme. Und was passiert hier mit Persönlichkeit? Was ist wichtiger, Deutschland oder ein Deutscher? Was ist wichtiger? Große, starke Persönlichkeit zu haben oder ein ideales System zu konstruieren? Was ist wichtiger? Was ist mächtiger?
Das ist super interessant. Besonders wenn Sie die brasilianische Fußballspiele und deutsche Fußballspiele haben. Wie spielen Sie, hängt von Mentalität ab. Können Sie sich daran erinnern, als die Deutschland mit Brasilien 7:1 gewonnen hat? Ich war in Brasilien und das war sehr schwierig für die Brasilien, sehr schwierig. Also Fußball ist eine Religion für Sie, außer katholische Kirche und Samba. Es gibt drei Religionen da. Und sie haben mit Deutschen verloren. Wie spielen die Deutschen? Die Deutschen haben ein System. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann verändern sie ein Fußballspieler mit einem anderen Fußballspieler. Was passiert in Brasilien, wenn Neymar nicht funktioniert? Dann die Equipe funktioniert nicht, also die Gruppe funktioniert nicht. Dann, sie sind so individualistisch. Die Deutschen, klare Anordnungskette in jeder Abteilung. Alle wissen, was sie sollen machen. Ja, stimmen Sie? Ja klar, das ist doch ein Kompliment. Und stimmen überein, das ist auch wichtig hier? Nein, 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 das sagen Sie nicht und das ist sehr interessant. Ich sage, und Sie stimmen überein und Sie sagen nein. Also wir haben eine Evidenz, dass, dass wenn es um Forschungen geht, kann ein bisschen anders für Sie sein. Jetzt fahren wir zu unseren Nachbarn, wir sind in Polen und wir werden romantisch sein. Wir müssen intuitiv sein. Also beispielsweise, wenn wir schon einen Vertrag unterschrieben haben, Hans mit Janek. Und Hans sagt, alles ist super organisiert, wir haben einen Vertrag. Und 2 Stunden, bevor wir alles operationalisieren, Janek sagt, Hans, ich habe eine gute Idee, wir werden den Vertrag verändern. Und Hans bewegt sich so und sagt, aber wir haben das alles so organisiert, Ordnung muss sein. Und die Polen sagen, nein, also wir müssen kreativ sein. Spontaneität ist die wichtigste Sache im Leben. Deswegen Sie, wenn es um Ihre Eigenschaften geht, Sie müssen mehr emotionell mit Polen sein. Wenn alles organisiert ist, ist langweilig für Sie einfach. Und Sie werden sich langweilen. Wenn Sie sich langweilen, dann müssen Sie nicht arbeiten. Wir müssen also, Sie müssen mehr Emotionen geben. Wenn es 2 Polen gibt, dann gibt es 3 Meinungen. Das ist super wichtig. Jetzt habe ich einen inneren Dialog, der sagt, dass das nicht wahr ist. Ja, das auch. Also die Polen, wenn es eine internationale Gruppe gibt und es gibt Leute von verschiedenen Kulturen, immer wird es Argument geben, wenn es einen Polen gibt. Immer. Er muss eine andere Meinung haben. Also wenn Sie beispielsweise ins Theater gehen möchten, dann der Pole wird sagen, nein, wir gehen ins Kino. Also wenn Sie ins Theater gehen möchten, dann sagen Sie von Anfang an, wir gehen ins Kino. Und er sagt, sofort ins Theater. Und das wird funktionieren. Sie rebellieren sich sehr. Das ist eine Eigenschaft von Kontrolle. Arbeitsethos ist sehr wichtig. Also hier gibt es freie Wochenende. Da Sie wissen nicht, was Wochenende ist. Also Sie arbeiten sehr viel und Arbeit ist die wichtigste Sache. Was denken Sie, wenn eine Person verliert seine Arbeit, was, für wen ist das problematisch in Polen? Für die Frauen oder für die Männer? Für mehr ist das mehr problematisch, für die Männer oder Frauen? Für die Männer. Es gibt sehr viele Depressionen, wenn es um Job verlieren geht in Polen, aber die sagen dann das nicht. Man muss stark, mächtig wie ein Mann sein. Also Selbstwert in Polen für die Männer bedeutet, dass ich eine gute Arbeit habe. Und Meritokratie ersetzt Aristokratie. Es, besonders die jüngere Generation sagt, es ist wichtiger, Merite zu haben, es ist wichtiger, die Erfolge zu haben, als beispielsweise älter zu sein. Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sprechen wir von zweiter Eigenschaft, Generationsunterschiede. Das ist ein super interessanter Moment für Deutschland und für die ganze Welt. Wir haben jetzt auf diesem Markt vier verschiedene kollektive Gruppen. Das sind Generationen. Gruppe Nummer 1 heißt Baby Boomers. Sie wurden nach dem Zweiten Krieg geboren. Bis zum 1964. Haben wir Baby Boomers hier? Ja, haben wir Baby Boomers. Perfekt. Super. Wir haben Baby Boomers. Es gibt 2 andere Personen, aber die sagen, nein, ich bin kein Baby Boomer. Also das werde ich nicht sagen. Dann Generation X, Generation X, geboren zwischen 1965 und 1979 haben wir
Ex-Gruppe. Es gibt Ex, es gibt auch Leute aus dieser Gruppe. Dann haben wir Millennials. 1980 bis zum 2000 haben wir Millennials. Ja, es gibt sehr viele Millennials. Und haben wir Kinder hier? Ja, wir haben. Du bist von Generation Z. Also du kennst keinen Unterschied zwischen Internet und Realität. Also das ist so interessant. Also stellen Sie sich vor, meine Tochter, sie ist 5 Jahre alt. Sie spricht schon Polnisch, Spanisch und Englisch. Als sie 2 war, sie wusste, wie sie diesen Slider in iPhone benutzen kann, aber sie wusste nicht, wie sie auf Polnisch oder Spanisch sprechen könnte. Aber das ist super interessant. Diese Generation wurde im Internet geboren. Andere Leute, die hier sind, sie wissen, jetzt werden wir ein Examen machen, ob wir guten Kontakt mit verschiedenen, also älteren Gruppen hier haben. Wissen Sie, was Atari bedeutet? Atari, wie hieß es? Commodore 64. Okay. Dann viel Klasse. Amiga. Ah ja, das wissen Sie auch. Wissen Sie, was bedeutet, wenn Sie auf ein Spiel im Computer warten und Sie gehen so im Zimmer, da irgendwas kann nicht funktionieren? Wissen Sie, was bedeutet Wort Nachbarn? Das wissen Sie auch. Ja, also wir verstehen uns ohne Probleme. Also Nachbar, das ist eine Institution, Nachbarn. Also das sind die Leute, die sehr nah wohnen und wir können mit ihnen sprechen, ohne Skype zu benutzen. Das passiert auch. Okay? Also diese Generationen sind ganz anders. Wir werden ein Beispiel hier geben. Stellen Sie sich vor, wir haben 3 ältere Gruppen. Ein Arzt, er ist 65. Dann mein Kunde, er ist 45 und sein Sohn, 20. Arzt sagt zu seinem Kunden, also Patient, Herr Vogel, das ist, Sie haben Probleme mit Bakterien, das ist kein Thema, nehmen Sie diese Antibiotika und das reicht. Ex-Kunde, 45, er sagt, aber warum? Und der Arzt hat fordert, wenn Sie nicht möchten, dann brauchen Sie das nicht machen. Der 20-Jährige guckt, wie viele Followers der Arzt in Facebook hat. Also hier kommt die Frage, was passierte mit dem Arzt, als wenn der Kunde fragte, warum soll ich dieses Medikament benutzen? Was passierte mit ihm, mit seinem Selbstwert? Ja, also der sagt, wenn du solche Fragen stellst, das bedeutet, dass du kein Vertrauen an mich hast. Und warum sollst du Vertrauen haben? Erstens, ich bin älter als du, das ist erste Sache. Und zweitens, ich bin doch ein Arzt. Das bedeutet, wenn du kein Arzt bist, dann ich weiß besser als du. Aber das ist Aristokratie. Hier haben wir Meritokratie. Er sagt, warum? Er sagt, es spielt keine Rolle, welche Titel du hast. Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Du musst mich überzeugen auf logische Weise. Und was macht der 20-Jährige? Reputation. Wenn er gute Reputation hat, das bedeutet, dass ich Vertrauen haben kann. Das ist super interessant, wenn Sie daran denken. Der Marketing sieht ganz anders aus. Wir können einen ausgebildeten Arzt haben. Der Arzt weiß sehr viel von seinem Bereich, aber heutzutage, besonders für jüngere Kunden, wenn er keine gute Social Media vorbereitet hat, da kann er einfach verlieren. So funktionieren heutzutage die Zeiten. 3. Geschlechtsmanagement. Ach, das ist super interessant. Also, wenn ich ein Führer bin, wenn ich ein Leader bin, was bedeutet das eigentlich, mit Frauen und mit Männern zu arbeiten? Ich weiß nicht, wie das hier in dieser Kultur funktioniert, aber es gibt viele Kulturen, die beispielsweise zu Hause die Wände auf andere Weise malen werden, wenn es eine Tochter ist, und eine andere Farbe für die Männer, für die Sonne. Die Sonne sollen sich mit dem Wagen interessieren und die Tochter sollen sich mit beispielsweise mit Klamotten interessieren. Also Geschlecht bedeutet nicht nur, dass ich diesen Körper habe, bedeutet auch, dass ich auf kognitive Weise, auf andere Weise
denken. Und hier, Geschlechtsmanagement, besonders heutzutage, wenn die Frauen emanzipiert sind, besonders heutzutage, wenn Patriarchat ist tot in vielen Ländern, besonders heutzutage, wenn die Frauen sind für Kaufen und Verkaufen verantwortlich, kommt vom Bereich an, aber durchschnittlich mehr als 70% von Kaufentscheidungen sind mit den Frauen verbunden. Also er kann zahlen, aber sie unterscheiden. Ja, das stimmt. Sie sagen, das stimmt. Sie ist dumm, sagt, aber ich habe entscheidet und sagt, so denkst du. So denkst du. Und das ist gut. Das ist gut. Also Geschlechtsmanagement. Hier haben wir ein anderes Modell, super interessant für Sie, wenn Sie ein Foto nehmen können, möchten, kein Thema. Auf linker Seite haben wir reife Männlichkeit und unreife Männlichkeit und dann später machen wir dieselbe Sache mit weiblicher Energie. Was ist diese Energie? Das ist einfach Persönlichkeit, was bedeutet eine Frau und ein Mann zu sein, ohne diese physiologischen Unterschiede. Reife Männlichkeit bedeutet Präsenz. Dass ich hier für Sie in diesem Moment bin. Ich denke nicht an andere Sachen und unreife Identifikation. Beispielsweise jemand sagt, du bist so und so und sie, oh nein, ich bin nicht so und ich verteidige mich. Präsent zu sein ist eine Eigenschaft von reifer Männlichkeit in diesem Modell. Führung, Leadership statt Herrschsucht oder Rivalität. Ich bin besser als du. Ich bin schneller als du. Haben Sie solche Situationen hier auf der Straße, wo es zwei Männer gibt? Ein hat ein Audi, der zweite hat ein Mercedes und sie warten auf grünes Licht und sie machen. Das ist unreif. Das ist unreif. Okay? Selbst die Sicherheit. Statt arrogant zu sein, also ich kenne meine Welt, aber das bedeutet nicht, dass ich mich besser als du fühle. Vermittel ein Sicherheitsgefühl, statt egozentrisch zu sein und die ganze Zeit über sie selbst zu sprechen. Kennen Sie Johnny Bravo? Das ist ein internationaler Held, Johnny Bravo. Und Johnny Bravo, also das ist eine Karikatur. Stellen Sie sich vor, Johnny Bravo, das ist ein Mann mit zwei Neuronen. Einer sagt Johnny, der zweite sagt Bravo. Und Johnny Bravo redet mit einer Frau und redet 8 Stunden über sich selbst und dann sagt, okay, wir reden zu viel über mich. Wie werden wir jetzt über dich sprechen? Was denkst du über mich? Das ist so Johnny Bravo Eigenschaft, Egozentrismus. Reife Männlichkeit, Unterstützung und reife Verurteilung und Erniedrigung. Ich bin besser als er und ich muss ihm kleiner machen, selbst größer zu sein. Das funktioniert nicht in reife Männlichkeit. Selbstwertgefühl statt narzisstisch zu sein, bewusste Kommunikation statt nur zu rationalisieren. Was bedeutet rationalisieren? Dass statt meine Gefühle zu zeigen, ich vermeide die Gefühle. Ich will irgendwas nicht fühlen, deswegen die ganze Zeit bin ich sozusagen logisch in meinem Kopf. Aus Dauer der Zieltätigkeit, krankhafte Ehrgeiz. Ich muss mehr haben und es gibt keine Grenzen. So sieht das aus mit Männern und mit Frauen, obwohl, wenn es um Männlichkeit oder Weiblichkeit geht, also Geschlecht, physiologisches Geschlecht spielt keine Rolle. Diese Eigenschaften können beide Männer und Frauen auch haben. Intuitiv sein, diese 6. Intelligenz zu haben, so fühle ich. Und die Forschungen, das ist auch super interessant, zeigen, dass intuitiv, also die erste Sache, die wir denken, normalerweise ist eine bessere Entscheidung als zweite Sache, die zu unserem Kopf kommt. Statt rationalisieren, also sowas fühle ich, aber das will ich nicht fühlen, also ich werde mich irgendwas erzählen, eine Geschichte, mich selbst zu überzeugen. Charme statt Oberflächlichkeit. Was ist Oberflächlichkeit? Ich weiß nicht, was oberflächlich ist. Hat keine Ahnung. Partnerschaft oder Verführung? Partnerschaft, ich betrachte sie
wie meine Partners. Verführung bedeutet, dass ich Macht nutze, sodass sie mich folgen, ohne selbst zu denken. Freiheit statt Opfer zu sein. Opfer zu sein, das ist deine Schuld. Er hat das gemacht, sie hat das gemacht. Ich bin ein Opfer von dieser Situation. Selbstwertgefühl, ich weiß, wer ich bin, statt neidisch zu sein oder bestätigt von außen. Liebst du mich noch? Liebst du mich noch? Liebst du mich? Sag mir ja, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Aber nicht so, auf romantische Weise, bitte. Ich liebe dich, aber nein, nicht so, das ist doch dumm. Sag das vom Herzen. Das ist Bestätigung von außen, deswegen, sie glaubt daran nicht. Was wir hier brauchen, ist Selbstwertgefühl. Wenn ich weiß, dass ich mich liebe, dann brauche ich diese Bestätigung von ihnen nicht. Ich kenne meinen Wert. Empathie, statt Launen zu haben, tiefe Leere, auf dem Boden der Tatsachen stehen und Prinzessin und Märchenkind zu sein. In einem Tag wird ein guter Mann zu mir kommen und wir werden zusammen sehr zufrieden sein. Das funktioniert sehr gut, wenn du 15 bist. Wenn du 16 bist, noch funktioniert das sehr gut. Wenn du 20 bist, kommen die Märchenprinzen. Wenn du 25 bist, kommt der erste König auch. Wenn du 30 bist, noch kannst du Vizeregent haben. 40 und 50, da kommen keine Märchenprinzen. Aber auch für mich, ich bin kein Märchenprinz, wenn ich 40 oder 50 bin, okay? Ich kann sowas machen, aber das wird nicht funktionieren, okay? Also das ist einfach unreif. Und diese super interessante Eigenschaft von einem guten Anführer bedeutet, dass er oder sie wissen, auf welche Weise sie sich benehmen sollen. Und einfach heutzutage nur ein Mann oder eine Frau, wenn es um kognitive Sachen, wenn es um Denken, wenn es um Geist geht, zu sein, ist einfach nicht genug. Ich kann beides, Weiblichkeit und Männlichkeit, in mir selbst haben und diese Eigenschaften benutzen. Nummer 4, Vorbild zur Nachahmung. Also, wenn wir Anführer sagen, wenn wir Leader sagen, dann denken sie, okay, es geht um die Arbeit. Nicht nur um die Arbeit, es geht um andere Sachen auch. Sehen Sie hier, was bedeutet ein Vorbild zu sein? Normalerweise haben wir 6 typische Rollen, die wir in unserem Leben spielen. Rolle Nummer 1, ich bin ein Partner. In diesem Fall, ich bin Ehemann von Iliana, von meiner mexikanischen Frau. Arbeit, ich bin ein Trainer. Elternteil, ich bin Vater von Adriana. Kind, ich bin Kind von Jan und Alicia. In meiner Freizeit mache ich Brasilien Jiu-Jitsu. So verpasse ich meine Freizeit. Und Deutsch zu sein, was bedeutet eigentlich Deutsch zu sein, besonders heutzutage, wenn sie Zeiten sich verändert haben? Alle diese Rollen sind ganz anders und sie funktionieren auf andere Weise. Stellen Sie sich vor so eine Situation. Sie in der Arbeit haben wir einen Chef. Und dieser Chef, dieser Boss, er weiß, wie er als ein mächtiger Manager funktionieren soll. Aber jetzt passiert irgendwas. Er kommt zurück nach Hause. Und statt jetzt Vater zu sein, er bewegt sich, er benimmt sich, er spricht so wie ein Boss. Und jetzt die Kinder haben einen General zu Hause, statt einen Vater zu haben. Oder stellen Sie sich vor, die Frau, die Ehefrau für ihn ist, sie beginnt zu mutieren. Mutieren oder mutterieren, Mutter zu sein. Also er hat eine Delegation, er fährt nach München und sie sagt, hast du gefrühstückt? Es ist jetzt kalt geworden, nimm die Klamotten. Also wenn sie sowas macht, dann macht sie einen Prozess, der in der Psychologie kastrieren heißt. Und noch brauchen wir ein paar Monate dazu und dieser Mann will sich so benehmen und sagen, ich habe kein Frühstück heute gegessen. Und sie will sagen, benimm dich. Aber das ist nicht sexuell attraktiv. Also das funktioniert nicht. Also für meine Frau, ich bin kein Vater, ich gebe keine Ratschläge, ich bin ein Partner. Vater bin ich für Adriana. Sie ist 5 Jahre alt und sie braucht einen Vater. Also,
Muster zu sein bedeutet nicht nur, dass ich ein Anführer in der Arbeit bin, aber dass mein ganzes Leben funktioniert sehr gut und alles ist organisiert. Also meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Freunde sehen, dass ich ein guter Partner bin, dass ich ein guter Vater bin, dass ich in der Arbeit Erfolge habe, dass ich Kontakt mit meinen Eltern habe, dass ich praktischerweise Freizeit habe. Es gibt viele Leute, die seine Freizeit nicht planieren und dann später, sie haben keine freie Zeit oder sie arbeiten und sie sagen, okay, ich werde hier zu Hause putzen. Das ist doch eine Arbeit. Und das ist eine schlechte Arbeit, da du willst davon kein Geld haben. Aber das ist doch eine Arbeit. Also Freizeit bedeutet, dass wir egozentrisch sind und dieses Teil unser Leben ist nur für uns. Und was bedeutet Deutscher zu sein heutzutage? Das alles ist auch eine andere wichtige Führungskraft und Eigenschaft, ein guter Entführer. Muster in verschiedenen Bereichen zu sein. Nummer 5, kollektiver Anführer. Dr. Logan, ein Wissenschaftler, hat eine Pyramide gemacht und er teilte verschiedene Gruppen, können auch Gesellschaften oder Personen sein, in 5 Kategorien. Diese Kategorie von Leuten, die sagt, alles ist schlecht. Also stellen Sie sich vor, wir haben einen Unfall, wir gehen auf die Straße und bach, haben einen kleinen Unfall. Diese Leute werden sagen, Regierung funktioniert nicht. Sie haben das nicht repariert. Meine Frau ist schrecklich, deswegen streiten wir. Ich mache nicht genug Geld. Warum? Also mein Boss gibt mir kein Geld, deswegen. Also alle sind schuld, außer? Genau. Dann Sie haben eine Chance. Sie können in 4. Gruppe sein. Etwas stimmt nicht mit mir. Warum hatte ich einen Unfall? Da ich nicht weiß, wie ich gehen kann. Warum streite ich mit meiner Frau? Ich brauche ein bisschen mehr Intelligenz der Beziehung. Warum mache ich nicht zu viel Geld? Da ich rede mit meinem Boss nicht, also er weiß nicht und er kennt keine Telepathie, dass ich mehr Geld von innen erreichen möchte. Diese Leute haben keinen Erfolg im Leben, da einfach sie haben keine Responsabilität, keine Verantwortung. Diese Leute haben eine Verantwortung, aber sie glauben an sich nicht. Diese Leute, das ist ein Johnny Bravo. Ich bin ein Gott. Ich bin der Beste. Warum bin ich der Beste? Ich weiß nicht. Aber wenn ich mich sehe, bin ich der Beste. Also diese Leute haben Verantwortlichkeit, diese Leute haben Selbstwert, aber sie wissen nicht, wie sie mit anderen kooperieren können. Also beispielsweise, sie haben 2 Verkäufer in einer Gruppe und jeder, statt mit anderen zu arbeiten, kooperieren, sie rivalisieren zwischen sich selbst und sie verlieren Interesse und Geschäfte der Firma. Sie haben auch eine Chance, sie können hier sein, in dieser 2. Gruppe, wir sind Güter. Also wir sind Güter bedeutet, dass Gruppe ist wichtiger als Elemente, die diese Gruppe funktionieren. Stellen Sie sich vor, wir haben Cristiano Ronaldo. Aber außer Cristiano Ronaldo haben wir auch Real Madrid. Stellen Sie sich vor, Cristiano Ronaldo beispielsweise, er denkt, ich bin ein Gott. Wenn er eine Chance hat, Ball zu anderen Fußballspielern geben, er mag das nicht, da er will sich zeigen. Das bedeutet, dass er in dieser Situation würde nicht mit anderen kooperieren. Aber wir brauchen nicht 11 Cristianos Ronaldo. Wir brauchen Real Madrid, da Real Madrid kann gewinnen. Das bedeutet, dass es einfach ökonomischer ist, mit ihnen zu kooperieren und Wert geben, da wenn sie Wert bekommen, dann ich kann auch irgendwas bekommen. Und 5, die Welt ist schön. Diese Kategorie von Menschen, sie sind kreativ. So wie Steve Jobs. Sie vergleichen sich nicht mit anderen. Sie sind sogenannte Top-of-Mind-Marke. Top-of-Mind, das ist die erste Marke, die zu unserem Kopf kommt, wenn wir beispielsweise über ein Produkt denken. Kollektiver Anführer, kollektiver Leader bedeutet, dass er denkt an anderen und er ist kreativ und konstruiert die Realität von anderen Personen, statt nur zu kopieren. Eigenschaft Nummer 6.
3D-Anführer. Leadership und Führungskraft bedeutet, dass ich denke auf verschiedene Weise. Hier gibt es drei Möglichkeiten, wenn es um Denken geht. Deduktion, Abduktion und Induktion. Wie funktioniert Deduktion? Wir haben ein Auto. Beispiel von Auto, Audi. Beispiel von Audi, Audi RS7. Beispiel von Audi RS7, ein gelbes Audi RS7. Das ist Deduktion. Je mehr wir lernen, desto mehr konzentriert auf Kleinigkeiten wir sind. Diese Leute sind super intelligent, sie sind Experten in verschiedenen Branchen, aber sie verlieren Kontakt mit der Realität. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Wissenschaftler, super intelligent, ein mächtiger Experte, aber er weiß nicht, wie große internationale Geschäfte funktionieren. Kann passieren, dass große Korporationen von ihm Patente klauen? Kann passieren. Warum? Er weiß nicht, wie er die Geschäfte machen soll. Hier kommt Abduktion. Abduktion ist Gehirn von Leonardo da Vinci. Sie wissen ein bisschen, aber genug, wie Sie beispielsweise auf Englisch sprechen sollen. Sie wissen ein bisschen von Verkaufen, ein bisschen von Marketing, ein bisschen von Geschäften, von internationalen Kulturen. So werden Sie sogenannten Generalisten, nicht nur Experten. Generalist zu sein bedeutet, Orientation in verschiedenen Bereichen zu haben. Eine Frage an Sie. Wie viel Zeit brauchen Sie, Spanisch zu lernen und Spanisch zu beherrschen? Wer hier kann Spanisch sprechen? Also es gibt nicht so viele Personen, okay? Machen wir ein Experiment dann. Sehen wir, wie das aussieht. En este momento, el profesor Mateusz Grzesiak se comunica con un grupo de personas inteligentes. Oficialmente, este grupo no se comunica en español, oficialmente. Pero en teoría, tenemos situación diferente que en práctica. Porque en práctica, señoras y señores, tienen en este momento reacción positiva emocional y eso es una evidencia productiva que gramática de español no es complicada, no es problemática y esta demostración es una evidencia que español es simple. ¿Interesante, señoras y señores? ¿Fascinante este proceso y esta demostración? Oh, mira, jetzt sagen Sie ja. Das bedeutet zwei Sachen. Erste, sehr narzisstische. Ich bin so intelligent, dass ich in Ihren Köpfen Spanisch in 5 Sekunden versteckt habe. Aber das ist nicht wahr. Was ist wahr? Ich nutzte sogenannten Kognaten. Das sind die Wörter, die ähnlich in Spanisch und auf Deutsch sind. Es gibt mehr als 50% von diesen Kognaten. Das bedeutet, dass für Sie Deutschen es ist unmöglich, Spanisch nicht zu kennen. Unmöglich. Die Motivation ist eine Sache, die Sie nicht lernen möchten. Und so können wir produktivo sein. Aber produktivo verstehen Sie nicht, dass Sie kein Spanisch sprechen. Ich hoffe jetzt, dass Spanisch für Sie nicht mehr Spanisch ist. Das habe ich nie in Deutschland verstanden. Warum Spanisch ist nicht Spanisch? Spanisch soll Spanisch sein. Und dann haben wir Induktion. So denkt Steve Jobs. Wir nehmen MP3, wir nehmen noch Telefon und Computer, wir sammeln das alles zusammen, wir machen eine Fusion und haben wir ein iPhone. Haben wir ein iPhone. Wir haben mexikanische Küche. Wir haben Küche aus Texas. Wir sammeln das zusammen und machen eine Fusion und haben jetzt Tex-Mex. Aber es gab kein Deutsch-Mex. Also Sauerkraut mit Chili wäre es. Das haben wir ja nicht. Okay? Warum nicht? Das ist eine Möglichkeit, die in diesem Bereich funktioniert. Was können Sie zusammen sammeln? Eigenschaft Nummer 7, Charismatiker. Hier haben wir einen James Bond. Und James Bond, es gab mehr als 20 Filme von James Bond. Und alle Filme sind ganz anders, oder? Beispielsweise immer haben wir James Bond. Immer gibt es einen Feind, korrekt? Immer haben sie einen Konflikt, korrekt? Immer gibt es einen Aston Martin, korrekt? Immer Omega, korrekt?
Immer er hat zwei Freunde, M und Q, korrekt? Immer er macht dieselbe Aktionen und dieselbe Bewegungen. Meditieren, Philosophie studieren, große Familie zu gründen. Nein! Töten, springen und anderen. Also das bedeutet, dass in jeden zwei Jahren wir zahlen mehr Geld für Eintrittskarten ins Kino, aber wir sehen den selben Film. Ah, das ist super interessant. Hier kommt die Struktur. Charismatiker. Jeder Einführer ist ein Held, mit dem der Empfänger sich identifiziert. Er hat einen Feind. Was kann ein Feind sein? Probleme auf dem Markt, Ignoranz oder so. Er hat Etappen, die der Herr zurücklegen muss, um den Feind zu besiegen. Beispielsweise James Bond hat immer Bedenken, ob er sich heiraten soll oder nicht und mit welcher Frau zu sein. Er hat immer diese Probleme. Deswegen immer gibt es zwei Frauen in jedem James Bond Film und er muss wählen. Er wählt beide und am Ende es gibt keine Frauen. Und immer ist es dieselbe Situation. Aber alle denken, okay, in einem Moment, James Bond wird Familie gründen. Ja. Nummer 8, Manager zu sein, er muss auch Manager sein und Management beherrschen. Das bedeutet, dass er die wissenschaftlichen Prozesse kennt. Wie er muss ein Soziologe sein. Wie funktioniert Kultur, wie funktioniert Umgebung, wie funktionieren Sprachen, wie funktioniert Körper, Familie und Recht. Das alles zusammen bedeutet, dass er Art erudit ist und kann eine große Orientation in diesen Bereichen haben. Und Eigenschaft Nummer 10. Du, was bedeutet ein Einführer zu sein? In dieser Situation, Sie müssen das wählen. Da ohne Ihre persönliche DNA, ohne Ihre Geist, das funktioniert und geht einfach nicht. Ich habe Ihnen meinen Geist gegeben, wenn Sie mehr von mir wissen möchten, dann reden Sie mit Susanne. Susanne, wo bist du? Susanne ist da. Sie ist mein Project Manager für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war eine große Ehre, hier mit Ihnen zu sprechen. Auf siebte Sprache, jetzt auf Deutsch. Entschuldigung für alle Fehler, die ich gemacht habe. Aber Inhalt der Information war besser. Danke sehr. Viel Spaß.